Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Hunt Showdown zusammen mit Kundran. Guten Tag. Die letzte Folge kam zwar erst vor ein paar Tagen, wurde aber vor geraumer Zeit aufgenommen. Es war noch Pre-Patch gewesen. Jetzt ist der Performance-Patch draußen und wir starten eine neue Session damit. Sir Benedict Hophouse ist mein Name. Weißt du ich deinen? Ich heiße Baptiste, ich glaube Rodin, den Nachnamen. Baptiste auf jeden Fall und ich glaube Rodin mit Nachnamen. Da jetzt schon so viel Zeit dazwischen vergangen ist, was uns sehr leid tut, haben wir halt hier die neue Session gestartet und eine neue Möglichkeit gehabt, einen neuen Charakter auszurüsten. Ich habe einen Tier 2 Charakter, das wollte ich euch auch mal zeigen. Harry Shoemaker wird aber irgendwo noch in den Weiten des, wie nennt man das, Wilden Westens, irgendwo rumlaufen. Ich habe eure Kommentare zur letzten Folge sehr gerne gelesen, deswegen wollten wir euch auch jetzt gar nicht so lange warten lassen für eine neue Folge. Wenn euch also Hunt Showdown gefällt und das liest sich halt so in den Kommentaren, dann denkt bitte an den Like, denn halt je besser das Video ankommt und auch halt nach außen getragen wird, obwohl es mir nicht ganz so wichtig ist, wie zum Beispiel halt ein View an sich, ne, macht natürlich irgendwo mehr Sinn, ist es ein schönes Zeichen und motiviert ein bisschen mehr. Deswegen, wenn ihr Hunt sehen wollt, gerne ein Like da lassen. Und dann geht das auch immer rucki-zucki, sofern wir noch Spaß an dem Spiel haben. Und das haben wir auf jeden Fall. Deswegen schaut euch gerne auch parallel die Sicht von Kundran an. Und wir lösen jetzt den Fall. Ich hab's übrigens verkackt. Ich hab kein Messer dabei. Oh. Ja. Was hast du stattdessen? Hast du irgendwas eingepackt? Taschenlampe habe ich. Ich hab vergessen, das Equipment zu ändern. Ich hab einen Silent Revolver immerhin. Ich meine. Ich habe jetzt Decoys. Die hatte ich vorher noch nicht. Und hier sind Schüsse Nordwest. Jo. Ich kann den Gegner mit Schrauben, also mit Glas und Co., also nicht Schrauben, ihr kennt das ja, ne? Wenn man ablenken. Bedeutet, ich kann die Dinger werfen. Und da gibt es dann diesen Clear-Sound, wie wenn einer durch Glas gehen würde. Und ich würde das sehr gerne mal testen. Auch wenn ich so ein bisschen Schiss habe, muss ich sagen. Solche Art der Shenanigans. Fliegen die, reicht das? Ja, die fliegen voll zurück. Solche Art der Shenanigans in einem Kampf zu nutzen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, okay, da ist der Gegner. Ich werfe jetzt die Decoys nach rechts. So, anstatt zu schießen, habe ich ein bisschen Schiss noch vor. Aber zeigen wir es euch trotzdem gerne mal, wenn sich das ergibt. Prinzipiell nutzt es, glaube ich, nicht, wenn du schon genau weißt, wo der Gegner ist, sondern eher so, okay, da in der Richtung ist einer. Zum Aufheben könnte man das auch gut benutzen. Wenn du down sein solltest, werfe ich halt Glas irgendwo in eine Richtung und heb dich schnell auf in derselben Zeit. Wobei es natürlich immer riskant ist dann, dass trotzdem die Leiche noch abgeämpft wird. Ja, wenn du aber von zwei Gegnern ja maximal ausgehen kannst und du hörst jetzt auf einmal Sounds, so dann müsstest du die Leiche ja gar nicht deffen. Aber ja, auch da ist wieder das Verhalten eines Einzelnen wichtig und ist keine Garantie. Ja. Puh. Performance-Patch. Macht sich bemerkbar, was ja Aiming angeht, finde ich. Hat aber trotzdem noch kleinere Schwächen, aber ich würde sagen, die allgemeine Performance ist stärker. Ja, das wird zustimmen. Ich glaube, viele Leute hatten es auch als positiv empfunden in den Kommentaren. Ich denke, das war schon der richtige Schritt. Jetzt würde ich als nächstes gerne. Oh shit. Mehr Content haben. Ich bin super zufrieden, wie es ist. Ich spiele es sehr gerne. Aber neuer Boss wäre einfach mal cool. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier bitte, sonst spiele ich es nicht mehr. Drüber freuen würde ich mich trotzdem. Ja. Sind wir hier richtig? Brecher. Da steht ein Brecher. Oh Gott. Ich hasse es, dass man den Hinweis nicht im Nahen sieht. Der muss aber da oben drin sein, oder? Ich glaube, der war rechts hier irgendwo. Hier ist aber auch ein Brecher. Der ist da hinten noch. Bisschen weiter hinten. Kletter hier hoch. Die Treppe hoch. Ja, okay. War es ein Schuss? Ja, ich weiß nicht, wo genau. Der ist hinter dem Brecher. Der Brecher greift ihn gerade an. Der wird vom Brecher gehauen. Ich muss leider nachladen, Kundran. Der ist tot. Der Brecher hat ihn gekillt. Lol. Muss nicht alleine gewesen sein. Das ist richtig. Ich höre eine Hive noch. Die aggro ist. Leitung. Shit, da habe ich einen Kill verpasst. Den ersten, den Sir Benedict hätte machen können. Der Spieler hat aber irgendwie visuell so eine kugelsichere Weste an. Weißt du, also so eine Weste hatte der oben.
Ich glaube auch nicht, dass das ein Low-Character war, obwohl, gut, der ist gegen den Brecher gestorben. Ne? Ist uns auch schon passiert, ja, aber... Guck mal hier rein. Wäre jetzt ironisch, wenn ich auch gegen den Brecher sterbe. Der Brecher chillt da noch. Ja. Also, nee, jetzt läuft der Brecher wieder rum. Bist du, oder? Ja, aber nicht close, oder? Westen? Nordwest? Ist die Leiche? Der Brecher ist aggro. Kommt jetzt schon zu? Ja, ne, ist doch oben. Ist im Haus. Ach, der. Ja, der zweite. Stimmt. Da ist noch einer. Durchs Wasser. Weg hier. Einer ist direkt hinter uns. Konnte man da, ach so, die Glocken konnte man läuten. Gehen wir mal davon aus, er hat alleine gespielt. Aber auf wen... Nordwest? Auf wen ist der Hive-Aggro? Na, der war gerade, glaube ich... Wir waren sehr nah dran oben, ne? Ach, der, vielleicht konnte er uns irgendwie nicht angreifen. Vielleicht hat genau. Er irgendwie Target-Probleme, ja. Weil die Wespen schwirrten auch gerade um ihn rum, als wäre er immer noch Aggro, aber ist halt nirgendwo hingeflogen. Du meinst Schüsse hier so? Ja, ja. Ich höre so Westen, aber das klingt ja. Ewig weit weg. Puh, ja, lange nicht gespielt, ja, Schuss versetzt. Der Brecher war im Weg. Jetzt wird aber hart geballert. Zack, zack, zack. Ist ein bisschen schnell. Scheiße. Ich finde, dass das ein bisschen schnell und viele Schüsse sind. Vielleicht Panik? Ja, nee, eher so, was ist das für eine Waffe? Ach so. Schon wieder diese krasse. Ey, gibt's nur noch Brecher? Gibt's keine Zombies mehr? Super nervig. Echt krass gerade. Farmen die am Ausgang? Oder ist der Ausgang zu weit weg? Für die Schüsse, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. ich meine, auf was schießt der? Du musst ja auch ein Brecher sein, weil. Ich würde sagen, ganz am Rand langlaufen, dann könnte man den Ausgang vielleicht noch sehen. Und was macht man, wenn da keine Zombies mehr sind, weißt du? Also die können ja nur, das Farm kann ja nur 10 Sekunden dauern, lassen die Zombies doch weg. Ja. Guck mal, es ist ja viel zu viel. Die Farm noch am Exit. Nee, der Butcher muss hier Butcher. Sein. Dann ist ja. Der, ja genau, der ist da. Okay, aber der Ausgang ist direkt daneben und der nächste ist am Arsch der Welt. Die werden den riskieren. Ja. Oha, wird das eine kurze Teaser-Folge? Werden wir sterben? Können wir das gewinnen? Leute, wenn die Folge kurz ist, ja, dann wisst ihr wenigstens Bescheid, dass wir immer noch Bock auf Hand haben. Und ich weiß auch nur, dass ihr Bock auf Hand habt. Danach schauen Kula und ich mal, dass wir dann eine Session mal, keine Ahnung, 3 Folgen aufnehmen oder so. Dass ihr auf jeden Fall ein bisschen was Zusammenhängendes habt. Und ich glaube, der Kapuze spielt es ja auch noch gern. Da hat es ja einfach noch nicht ergeben in letzter Zeit. Wir sind zumindest jetzt schon mal im richtigen Gebiet. Lustig, dass wir da gar nicht dran gedacht haben. Ja. Oder, also ich. Moment! Ich hab nicht dran. Die Schüsse sind leicht hinter uns links. Ja. Und das sind Spielerschüsse, also Aufspieler von Spieler, glaube ich. Da ist aber ein Zombie zwischen uns und der Richtung, die. Ja, ich will hier in diesen. In das Geäst da. Rechts ist schon wieder ein Brecher. 2. Da läuft er. Verfehlt, sorry. 210. Läuft immer noch. Ich sehe ihn immer noch. Ja. Ich lade nach. Oh, meine Schüsse. Heute nicht so gut. Der war allein. Folgen wir ihm? Ja. Ich würde es riskieren. Ja, ja. Deswegen will ich mich ja beeilen, dass wir uns danach drum kümmern können, weißt du? Ja. Wenn er das selber gecheckt hat, ist er hier noch.
Wir mögen vorsichtig sein. Wenn er sich hier irgendwo in einer Büsche gesetzt hat, was, das hat er. Der ist noch hier. Ehrlich. Hier, ich glaube, vor mir im Gras, kann das sein? Gesehen. Ja, das, der wird nicht durchs Wasser gelaufen sein. Okay, wenn wir ihn verloren haben, lieber zurück zum Exit, ne? Also, ja. Das, die dürfen uns nicht entkommen. Ich dachte, der sitzt da noch. Bei über diesen Fluss zu laufen, der überall wäre, wäre zu riskant. Scheiße, der Ausgang ist nicht weit weg vom Butcher selbst. Direkt ein Brecher, geil. Ja, komm her, zack. Tschüss. Der andere. Oder nee? Wir müssen uns beeilen. Dann muss ich den gleich mit dem Messer bekämpfen. Wenn der uns ewig folgt. Ich glaube, er ist stehen geblieben. Nicht safe. Die Bounties liegen. Jo. Und Schüsse an der Farm. Das ist aber gut, es gibt uns Zeit. Eins ist aufgehoben. Warum nur eins? Siehst du sie? Nee, ich will aber auf jeden Fall erst hin. Also nicht, dass wir es halt zeitlich verpassen, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hoffe, bitte. Man weiß mal weiter. Oh, ich hoffe echt nicht. Wenn das halt natürlich super erfahrene Spieler sind, die einen T3-Charakter oder sowas haben, dann laufen die sogar bis nach Süden. Ein Einzelner auf jeden Fall. Bis jetzt, also scheint ja so. Ja, aber meinst du, er hat aufgehoben und danach jetzt geschossen? Der zweite. Ja. Hier ist die Kutsche. Ich glaube, die kommen. Ich muss hier hoch, komm schon. Bin ich hoch, scheiße. Nochmal checken, nicht dass ich mich vertue und die doch anders laufen. Checkst du kurz Zombie? Ich glaube, einen sehe ich. Wo? Richtung 195. Nee, mit E, Zombie-Modus. Ach so. Dass wir sie sehen. Ja, einen sehe ich auf jeden Fall. Ja, es ist close. Wenn ich jetzt. Der hat aber vielleicht das Bounty nicht. Das ist unser erster Dude. Das ist der Typ, auf den wir gerade geschossen haben, den ich sehe. Oben am Zaun sehe ich einen? Ja, genau, den sehe ich auch. Der jetzt auch mit über die Streben aufs Dach gelaufen ist, ne? Ich sehe die gerade nicht mehr, aber. Das ist der Typ, auf den ich gerade schon geschossen habe. Wo sind. Was machen die Zombie-Dinger, die Blitze? Wenn ich. Entkommen, holy shit. Die sind hier close. Die sind also nicht nach hinten weg, ne? Nein, 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 nein. Die bewegen sich auf und aus. Oder? Weil, wenn die in die andere Richtung rennen, müssen wir halt hinterher, ne? Ich sehe noch Schüsse an der Farm. Wollen wir näher ran jetzt oder nie? Weil die okay, kämpfen komm. Gegen den Einzelnen. Die sind in dem Gebäude drin. Die haben ihn gekillt. Ja, ja, die reden in-game. Warte. Die laufen. Wir sind immer noch im Gebäude. Ich glaube, die haben dich gesehen. Oder mich. Kannst du den Zombie-Modus nochmal anmachen? Ja, ich bin hier halt auch drin. Die sind, glaube ich, hinter dem Gebäude. Einen habe ja. ich. Okay. Ich weiß nicht, ob der down ist, Alter. Oben, ich sehe den anderen. Er ist oben auf der Reling, Gebäude gegenüber. Ist jetzt hinter das Ding gelaufen. Beide tot, glaube ich. Ja, beide tot. Okay.
Haben die den anderen bekommen? Das ist die Frage. Was war ich? Wo bist du eigentlich? Moment, beide Bounties sind rot. Rot heißt down, oder? Oder heißt rot, anderer Spieler hat die? Eigentlich war es rot, als es aufgehoben worden ist, aber... Ich höre immer noch Steps. Unser letzter Dude ist auch noch hier. Versuch erstmal wieder zu dir zu kommen. Die haben das Bounty nicht. Hier sind noch mehr. Ja, ich merke das schon. Hier sind vier Leute übrigens tot schon. Jetzt sind da die rein. Und der Dude, auf den ich geschossen habe, liegt aber dabei. Also, kann derselbe Skin sein, ne? Die Chance ist da. Wo sind die? Die sind auf jeden Fall hier im Gebäude unten. Ja, aber heißt es wirklich, dass sie die haben? Hörst du? Ja. Weißt du wo? Nein. Wir müssen aufpassen, dass die nicht extracten wollen. Aber ich. Die Frage ist, ob die es die überhaupt haben. Die sind aufgehoben, das weiß ich. Gehen die Richtung aus. Ich kann die Blitze nicht deuten, weil sie relativ über uns sind. War das doch ein Gegner an dem Fenster? Nein. Die laufen zum... Nee, hä? Das bist du, ne? Achtung, hier oben wurde ich beschossen. Hier, wo ich stand. Ja, ich guck halt immer mal wieder auf E. Die Blitze sind genau über uns. Beide? Also beide in dem Haus hier? Nee, ja, ne? Ja, also... Blitze sind... Hier läuft der eine nicht zum Ausgang? Nee, ein Blitz ist über uns. Oh, ich habe echt Probleme, das zu deuten. Und ich würde gerne wissen, wo die Schüsse herkamen. Und warum hat er aufgehört zu schießen? Wir sollten wieder weg von dem Gebäude und wieder an den Rand kommen. Damit wir es sehen, weißt du? Ja. Komm mit mir mit. Jo. Lol, ein Zombie. Bei mir sind Steps. Bist du weg? Ich bin jetzt runter. Da ist der Zombie. Komm zu mir. Ja. Hab ich. Jetzt sind immer noch in dem Gebäude. Ich habe eben die Schritte im Haus gehört. Aber sind das auch beide Blitze oder ist das nur einer? Ich sage, es sind beide. Ich sehe keinen anderen Ort. Bewegen die sich weg? Ich höre Steps. Eher so sumpfige. Recher, wir sind im Gebäude hinter dir. Die sitzen also dann noch drin, ja? Ja, Blitze sind immer noch direkt auf dem Gebäude drauf. Bleibst du auf der Seite, wo wir gerade waren? Ja. Ist zwar riskant, aber vielleicht kann ich sie in deine Richtung locken, so weißt du? Ja. Geht doch irgendwann mal so eine geile Position. Du würdest auch noch sagen, sie sind im Gebäude, ne? Die Blitze? Ja. Ja. Definitiv. Ich kann halt nicht die ganze Zeit gucken. Eine Tür, glaube ich.
Aber die Schüsse, die auf uns gingen, die kamen doch nicht von unter uns. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn du E drückst... Also ich zweifle nicht an, dass sie in dem Gebäude sind. Ich meine aber, dass die Schüsse nicht von unter uns kamen. Ja, nee, das sag als ich wenn das noch ein anderer auf uns geschossen hat. Das ist durchaus möglich. Und noch in dem Gebäude. Holzsteps, definitiv. Dich aus dem Gebäude raus? Kann auch schon auf der Reling sein oder so. Ja, sind auf jeden Fall hier. Schon wieder aufgehört. Aber eher so hinten links im Gebäude, ne? Das kann ich ganz schwer deuten. Eben waren Steps mal relativ close zu mir halt. Ich weiß halt leider nicht, ob rot Gegner ist und weiß wir und was am Boden liegend ist. Aber oben war ja nichts. Also die oben, ich habe alle Leichen nochmal abgelaufen. Ja, aber was wäre, ja, nee, schwer. Also wir gehen mal davon aus, die haben welche. Du hörst ja auch noch was. Also was ich weiß, ja, ja, stimmt, ich habe sie, hab die Spieler definitiv gehört. Was ich weiß, ist, dass wenn noch nichts aufgehoben habe, ist es weiß-grau. Okay, ja. Wieder Steps. Weiß ja, nicht, diesmal habe ich es aber auch sicher gehört. Also es kann kein Zombie sein. Nee, dafür waren die Schritte zu schnell. Das hätte ich... Hätte ich, also das hätte ich wenn beide gesagt. Einen Bounty haben, sind sie aber auch im Hauptgebäude und nicht in diesem kleinen Nebengebäude. Ja. Und oben kann man, glaube ich, nicht rein. Ja, Steps. Oder bist du mittlerweile so nah mit? Nee. Ich bin nah am Haus, aber nicht an dir. Ja. Die wissen ja auch, dass wir da sind, sonst würden sie was machen, ne? Sie vermuten es auf jeden Fall. Dass wir noch da sind. Was gibt's für uns? Das war ich. Okay. Ein Tor aufgemacht. Hab einen angeschossen, lebt aber noch. Irgendwie hoch. Da drüber springen. Oh, shit. Wo ich bin, ich hau ab. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Okay, sind zwei Dudes. Scheinen auch nicht schlecht zu sein. Was sagt der Zombie-Modus? Sind draußen, oder? Ja, die laufen hier nach links, Richtung Südost. Laufen sie wirklich oder checken sie nur das Gebiet? Die sind in dem anderen... Die sind auf jeden Fall Südost. Also du willst sagen, die rennen? Das will ich... Nein, sie sind auf jeden Fall Richtung Südost. Getrennt, oder?
Es sind, werden Raben laufen, aufgeschreckt. Ich würde sagen, sie laufen. Ja. Dann laufen wir hinterher, ne? Ja, die rennen, die rennen, die rennen. Ja, aber sie sind auf jeden Fall weiter. Sie sind nicht mehr in dem Gebiet. Ich sehe sogar einen. Shit, das ist nur ein doofer Zombie gewesen. Aber der rennt ihm hinterher. Die müssen halt öfter mal stehen bleiben und schießen. Sie sind Südost 120. Hier drüber mal, oder? Das Schlimme ist, ich habe einen Eimer getroffen, aber der lebt halt noch. Das ist so das Nervige. Ich komme nicht raus. Doch da, bei dem Zombie. Lass mich in Ruhe. Wieder eingetroffen. Der könnte diesmal down sein. Der andere ist auf jeden Fall down. Wo genau sind sie? Vor mir im See, direkt vor mir. Vielleicht 10 Meter Luftlinie. Einer ist down. Den anderen habe ich auf jeden Fall angeschossen, weiß nicht, ob er down gegangen ist. Wo mein Molly jetzt hinkommt, ungefähr da. Der Blitz zeigt aber immer noch da, wo ich ihn angeschossen habe. Einen Bounty sehe ich hier liegen. Der andere ist on the run, glaube ich. Ne, beide down. Okay. Beide down. Also ich sehe beide Bounties am Boden liegen. Okay. Ja, man kann sie unseres Wissens nicht ablegen, oder? Richtig. Und das kommt hin, wo ich sie erschossen habe. Okay. Holy shit, ey. Du siehst jetzt auch beide, oder? Ja, ich sehe auch beide. Und wir gehen dann wieder zurück, wo wir waren. Ja. Lol, wie krass war das denn, dass die Gegner oben gar nicht die mit dem Bounty waren, im selben Haus? Ja. Das waren jetzt 6 Leute plus wir. Ja, also 8 Leute waren in dieser Hütte drin. Das war mega krass, das hatten wir noch nicht so. Nee, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Gut, dass du sie da beim Weglaufen so gut getroffen hast. Ja, du hast einen Nachteil beim Weglaufen. Du bist nicht genauso schnell wie die Verfolger. Weil du schreckst halt alles auf. Ja, du musst gegebenenfalls manchmal kämpfen. Da oben lagen einfach 4 Leichen drin. 2 davon hast du erzeugt. Ja, aber und einer war der, den wir verfolgt haben. Der also, ist da auch rein. Also war er noch ein Einzelner? Also 2 Einzelne? Vielleicht war da erst ein Einzelner drin, der wurde dann getötet und unser lag dann daneben. Oder der war halt schon da drin. Aber der eine sah vom Skin her so aus wie der, auf den wir einmal geschossen haben, der da so straight hingerannt ist. Ja. Schnauze. Oh. Ich hab dem Dingens lieber einen Headshot gegeben. Dem Hund. Der macht einfach mehr Schaden. Ja. Jetzt konnte ich meine Decoys gar nicht werfen, aber ich kann sie jetzt eigentlich noch werfen, weil die müssten wie ein Medikit funktionieren. Okay, wenn die mehrere haben? 12 Stück steht da. Warte, vielleicht mal näher ran. Ich glaube, da kann man jetzt drüber laufen, dann machen die Geräusche, oder? Kann das sein? Nee. Doch. Nicht, dass das Ding explodiert und wir kriegen Schaden. Oder ist das ein Hufeisen? Warte. Ja, das macht direkt einen Sound. Okay. Also, weißt du, beim Aufprall. Das ist schon dieses eine Hufeisengeräusch. Was passiert? Ich würde gerne einen Zombie damit abwerfen. Jetzt. Auf jeden Fall. Oh lol, er hat es gemerkt. Oh, ist aber auch gut, wenn du einen Zombie damit bewirfst. Ja. Komm jetzt. Dafür, dass nach irgendwie 8 Minuten der Butcher down war,
Oder sogar schon fertig gebanished war, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass der letzte, also dieser eine Schuss nicht von den beiden kam. Oder haben die durch den Boden geschossen? Ich glaube halt, dass ich von der anderen Seite angeschossen. Also er hat mich nicht getroffen, aber ich glaube, von da kam der Schuss. Also von den Blitzen her war beides auf, waren es immer in dem anderen Haus drin. Also in dem, wo wir oben drauf standen. Jetzt sind die ab und zu relativ groß und ja, man weiß es nicht so hundertprozentig, aber ja. Sir Benedict Hophouse. Ja, Baptiste Rodin. Nie den Butcher gesehen, aber seine Bounty. Komm. Ja, 4 Kills. Jo. Und Stufe 10. Ja. Das war auf jeden Fall ein starkes Ründchen. Leute, ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Ja, sehr gerne ein Like dafür dalassen. Hunt ist immer nice und Sir Benedict Hophouse und Kunrans Charakter werden weiter auf Jagd gehen. Wir sehen uns zwar nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.